Herzlich willkommen zu den CIA-TV News aus dem September. Thailand. Gesetzesentwurf in Thailand für den heimischen Anbau vorgestellt. Im Dezember 2018 wurde in Thailand der Einsatz von Cannabis in der Medizin erlaubt. Die ersten ausgelieferte Charge-Medizin-Hanf reichte bei Weitem nicht aus, um den Bedarf zu decken, weshalb man Marihuana aus beschlagnahmten Beständen für die Zubereitung dringend benötigter Öle verwendete. Die drittstärkste Partei des Landes hat nun einen ernst gemeinten Gesetzesentwurf für den heimischen Anbau von Cannabis vorgestellt. Der Entwurf sieht 6 Pflanzen in jedem Haushalt für medizinische Zwecke vor. Niederlande. Die niederländische Regierung wagt nun den Schritt aus der Cannabis-Grauzone heraus. 2021 startet ein Experiment zur Legalisierung und Regulierung. Zweck dieses Versuches ist die Eindämmung von Drogenkriminalität und Erhebung von Qualitätskontrollen zur Minimierung von illegalen Geschäften und gesundheitlichen Folgen. Im Zuge des Experiments werden die nicht regulierten Städte ebenfalls vom Staat beobachtet, um die Ergebnisse vergleichen und auswerten zu können. Teilnehmende Städte sind unter anderem Arnhem, Groningen und Maastricht. Dass die Großstädte Rotterdam, Den Haag und sogar die Hauptstadt Amsterdam nicht an den staatlichen Experiment teilnehmen, liegt an dem Nichterfüllen der Vorbedingungen. Die Regierung setzt voraus, dass alle städtischen Coffeeshops an dem Experiment teilnehmen müssten, was angesichts der Vielzahl an Shops in genannten Städten nicht umzusetzen sei. Außerdem sei es gefährlich, die eigentlichen Cannabis-Lieferanten auf einen Streich aus dem Handel zu bannen, warnte Amsterdams Bürgermeister schon 2018. Barbados. Die Regierung der Karibikinseln Barbados hat den Mitgliedern der Rastafari-Bewegung etwas mehr als 24 Hektar Land für die Kultivierung von Cannabis zugesichert. Entsprechend dem Bericht des Jamaican Observer beabsichtigt Landwirtschaftsminister Indawaya, die religiöse Gruppierung auch in die Entwicklung der medizinischen Cannabisindustrie des Landes zu involvieren. Australien. Hauptstadt hat soeben Cannabis legalisiert. Das Parlament der australischen Hauptstadt Canberra hat heute ein Gesetz verabschiedet, das es Menschen über 18 Jahren gestattet, bis zu 50 Gramm Cannabis zu besitzen, sowie 2 Hanfpflanzen selbst anzubauen. Canberra ist das erste der 16 australischen Territorien, das die Cannabis-Gesetze so weitgehend liberalisiert. Doch bevor die Befürworter die neue Freiheit mit einem legalen Joint feiern können, muss die Gesundheitsministerin das verabschiedete Gesetz noch unterschreiben. Cannabislieferung aus Australien. Das Frankfurter Unternehmen Cansativa hat in dieser Woche eine Lieferung von Cannabisölen der australischen Little Green Farmer erhalten. Die Lieferung besteht zwar nur aus geringen Mengen und soll nur zu Testzwecken verwendet werden, wie das Unternehmen mitteilte, sei die Lieferung aber ein wichtiger Schritt für die Kommerzialisierung von Cannabis in Europa. Wir hoffen hingegen, dass Cannabis nicht nur Kommerz wird. Ja, Schweiz und Österreich. In den Jahren 2018 und 2019 haben die Schweizer Grenzwachkorps im Rahmen der Aktion Knobli illegale Observationen in Österreich durchgeführt. An insgesamt 4 Tagen schnüffelten Angehörige der Grenzwachregion 3 in ziviler Kleidung in Vorarlberg. Die unbewaffneten Grenzwächter lauerten auf österreichischen Parkplätzen vor einigen Hanfgeschäften und notierten Schweizer Kunden, indem sie die Autonummern an die Einsatzzentrale weitergeleitet wurde. An der Grenze konnten somit die Fahrzeuge vom System erfasst werden, um sie dort zu stoppen. Bei der Einfuhr gewisser Hanfprodukte handelt es sich nach Schweizer Auffassung um eine Übertretung des Betäubungsmittelgesetzes. Das abrupte Ende dieser Aktion veranlasste man wohl selbst aus dem Zollumfeld. An der Zollgrenze sei ein Schweizer Polizist mit Hanfsamen im Gepäck gestoppt worden, der die Rechtsmäßigkeit des Vorgehens infrage gestellt hat. Deutschland. Legalisierung. Der Deutsche Hanfverband und Jugendrichter Andreas Müller ziehen vor das Verfassungsgericht. Im brandenburgischen Bernau hat das Amtsgericht 2 Verfahren zum Cannabisverbot ausgesetzt. Stattdessen will der Vorsitzende Richter Andreas Müller beide Fälle dem Bundesverfassungsgericht zur Prüfung vorlegen.
Das Cannabisverbot sei verfassungswidrig und in Karlsruhe müsse man sich damit beschäftigen. Schon im Jahr 2002 hatte Andreas Müller das Cannabisverbot vom Bundesverfassungsgericht prüfen lassen. Damals sahen die Richter zu große Gefahren und Risiken. Jetzt aber denken viele Juristen anders, äußert sich Richter Müller sicher. Ja, und was wären die News ohne eine Meldung aus Bayern? Polizei beschlagnahmt Verkaufsautomaten für Cannabisprodukte. Auf dem Marktplatz von Neufahren bei Freising ist von der Polizei auf richterliche Anordnung hin ein Automat beschlagnahmt worden. An dem frei zugänglichen Gerät habe ein Unternehmen aus München neben gängigen Konsumartikeln auch Cannabisprodukte angeboten, wird dazu erklärt. Konkret handelt es sich nach Angaben der Beamten unter anderem um Blüten, Öle und Süßwaren. Obwohl die Abgabe am Automat lediglich an volljährige Kunden erfolgte, der Käufer musste demnach an einem Lesegerät sein Alter mit Hilfe eines Ausweisdokumentes nachweisen. Es bestehe aber trotzdem der Verdacht eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Ja, wir freuen uns auf eure Kommentare. Lasst ein Abo da. Bis zu den nächsten News im Oktober hier bei CIA TV. Baba.